Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. Schön, Sie hier wiederzusehen beim Kommen Sie Webcast vom einst Kommen Sie Meeting, das sicher wieder kommen wird. Aber der Webcast hat sich ja sehr erfolgreich gezeigt. Und dank unseren Sponsoren von Hoya, Mediconsult und Oertli konnte man das eigentlich weiterführen. Vielen Dank auch an die Sponsoren. Es ist schön, mit Ihnen heute über diese Themen sprechen zu dürfen. Und bevor wir aber dann loslegen, möchte ich etwas von der Technik noch mitteilen. Bevor es losgeht, möchte ich Sie noch über ein paar technische Aspekte informieren. Die Kamera-Mikrofone sind bei allen Teilnehmern standardmäßig deaktiviert. Für ein lautloses Streaming verwenden Sie am besten ein kabelgebundenes Anschluss. Und der Größenverhältnis der Präsentation und der Referent können Sie anpassen, indem Sie die Leiste zwischen beiden Bildern nach links oder nach rechts ziehen. Sie können die Ansicht in den oberen rechten Ecken ändern. Für Fragen steht Ihnen ein Chat-Tool zur Verfügung, welches Sie unter den Menüleisten sehen können. Sie können sowohl technische, organisatorische, aber auch gerne inhaltliche Fragen an die Referenten über den Chat stellen. Wir werden uns bemühen, alle Fragen zu beantworten. Noch ein wichtiger Punkt, der Fortbildungspunkte. Die Veranstaltung wurde vom Messekamp Baden-Württemberg mit einem Fortbildungspunkt der Kategorie A zertifiziert. Kommen wir jetzt zurück zu unseren heutigen Fortbildung. Es geht um Multifokallinsen primär, was das der aktive Anteil entspricht. Aber es geht vor allem auch für den Support dieser Indikationsstellung für die Multifokallinsen oder auch anderen Speziallinsen mit personalisierter Zielrefraktion und bei der Kataraktenrefraktivchirurgie. Will ich gerne mit meinem Vortrag beginnen. So, machen wir mal weiter. So, also, mein Thema ist personalisierte Zielrefraktion bei der Kataraktenrefraktiven Chirurgie. Das ist eine Art Distanzmessgerät, das wir eigentlich seit Jahren dran sind, von der klinischen Zeitung in der Entwicklung. Das nächste Bild. Ja, also, oh nein, es ist zu schnell. Deine Latenzzeit muss noch mal zurück, Entschuldigung. Die Beurteilung der Zielreflexion. Was wir hatten bis jetzt, sind eigentlich die biometrischen Daten und die subjektiven Daten des Patienten, die uns geben, welche Distanz dass er das gerne haben würde für schlussendlich die Zielrefraktion. Also anamnestisch nimmt man das auf und dann bespricht man das als Augenarzt mit dem Patienten, wohin es gehen soll. Aufgrund dessen hat man natürlich geschaut, die passende Lösung zu finden. Heutzutage hat man ja die Möglichkeit, viel mehr refraktiv in das Geschehen einzugreifen, auch bei der Kataraktchirurgie. Also die Kataraktchirurgie ist nichts anderes geworden als auch ein Teil der refraktiven Chirurgie, das darf ich so sagen. Und bei der refraktiven Chirurgie, gerade im Presbyopenalter, zum Schauen, was man auch mit dem Laser oder mit der Multifokallinse machen kann. Was wir auch noch gemacht haben, sind natürlich die Auskünfte in Fragebögen, um näheres, also jetzt ohne diese Messung, herauszufinden, was für den Patienten geeignet sind, was die Sehanforderungen sind. Und wir haben das verglichen, diese Daten mit den subjektiven Angaben, mit den objektiven Daten schlussendlich. Also, wir haben diese biometrischen Daten aufgenommen vom Patient. Das ist so ein kleines Gerät, das zeige ich Ihnen nachher noch. Und die Biometriedaten. Und jetzt kann man aufgrund der objektiven und subjektiven Daten mit dem Patienten eine Lösung finden, wohin es gehen soll und einem die Möglichkeiten aufzeigt, wo wir den Vorteil haben für eine Behandlung und wo der Nachteil und somit eigentlich dann die Behandlung eruieren gemeinsam mit dem Patienten. Wir helfen dem Patienten in der Entscheidungsfindung schlussendlich, aber schlussendlich verlässt sich natürlich der Patient auch auf uns. Darum ist es immer gut, einen objektiven Datensatz zu haben, den wir dann während dieser Zeit dann erheben. Voilà. Wir haben so eine prospektive Multizenter-Studie gemacht, haben wir publiziert. Für die, die es noch nachlesen möchten, kann man das eigentlich problemlos im PubMed finden oder im Web of Science.
Also, was haben wir gemacht? Es sollte untersucht werden, ob die Verwendung eines objektiven Geräts zur Bewertung des Sehvermögens des sogenannten Visual Behavior Monitor einen Einfluss auf die Beurteilung des Sehvermögens des Patienten nach einer Kataraktoperation oder einem refraktiven Linsentausch hat. Das ist so ein kleines Gerät, wie Sie sehen. Das ist ganz leicht. Ich kann es hier nachher noch zeigen. Das sehen Sie, das Ganze ist etwas wie der Zeigefinger ungefähr von der Größe her, ist ein paar Gramm schwer, also wirklich leicht. Und den kann man dann an der Brille montieren. Falls keine Brille vorhanden ist, gibt es noch einen Rahmen, den man zur Verfügung stellen kann, ohne natürlich Korrektur. Und was wir gemacht haben, wir haben die Distanz gemessen, Umgebungslicht, wir werden das noch eingehender anschauen nachher. Und was wir gemacht haben, wir haben 5 Tage diese Aufnahmen gemacht, so viel wie möglich vom Patienten. Und das wird nachher in den Vivior Cloud hochgeladen. Bei berufstätigen Patienten schaut man natürlich immer, dass man einen Teil während des Wochenendes macht und einen Teil während der Arbeitswoche, damit man diese Daten auch noch hat, um eine bessere Gewichtung machen zu können bei der Entscheidung der Behandlung schlussendlich und auch der Linsenwahl. Jawohl. Also was wir da so sehen können, ist zum Beispiel summatorisch in einem Histogramm die Verteilung der Sehentfernung, wie wir hier sehen, in der Distanz. Das ist jetzt vor allem etwas in der Nähe. Und wir haben einen zweiten Gipfel für die Ferne. Also potenziell wäre das sicher ein Patient, mit dem man über eine mögliche Multifokallinse sprechen könnte, mit der Gewichtung zum Schauen, was der Patient schlussendlich auch beruflich macht, ob er viel beim Computer schaut und so weiter. Aber immerhin ist das eine interessante und gute Nachricht, die wir vom Patienten von dieser Messung bekommen. Da gibt es auch ein Slide, die wir hier haben, mit der Abbildung von der Sehentfernung auf einer zweidimensionalen Ebene, wo wir schlussendlich auch die Kopfbewegung mit beurteilen können. Welchen Winkel schaut der Patient vor allem, über welche Zeit? Eine weitere Sache ist, und eine wichtige Sache ist, Beispiel für die Sichtweite und Umgebungslichtmessung. Das ist wichtig, zum Schauen, um welche Zeit der Patient, welche Lux Light wird gemessen und beurteilt werden, auf welcher Distanz denn der Patient und welche Uhrzeit dann auch schaut. Und in Kombination dafür kann man eine Korrelation herstellen, dann ist er drin, ist er draußen. Und das sehen wir hier auf dem Slide auf der rechten Seite, wo zusätzlich noch der quantifizierte UV-Index gemessen wird. Die Ultraviolettlichtexposition, ist der Patient draußen und welche Zeit ist das? Und die weißen Balken sind eigentlich vielleicht die Umgebungsbeleuchtung drinnen, also wo man nicht draußen bei einer UV-Exposition gewesen ist. Also, das sind Informationen, die uns zeigen, wie das Verhalten des Patienten ist im Verlauf des Tages und vielleicht auch des Wochentages schlussendlich. Da gibt es auch noch Unterschiede. Also, was haben wir gemacht? Die Patienten, die sich eine Kataraktoperation, einen refraktiven Linsenaustausch unterziehen mussten oder wollten, muss man fast sagen, bei einer Kataraktoperation wurde nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Das heißt, ein Patient ging es um die Machbarkeitsstudie zur Bewertung des visuellen Verhaltens des Monitors. Man gab dem Patienten noch zusätzlich den CAT-Quest-9-Fragebogen. Man hat das ein bisschen vereinfacht. Das sind doch ältere Patienten. Und der Patient wurde geschult, mit dem visuellen Verhalten am Monitor auszuschalten und das eigentlich in Gebrauch zu nehmen. Da haben wir sehr viel gelernt, wie wir das ganze Gerät noch vereinfachen konnten. Und jetzt im Prinzip gibt es eigentlich nur noch dieses, den man einfach einstecken kann zum Laden und schlussendlich wird es dann an der Klinik hochgeladen. Das heißt, das ist jetzt eigentlich noch einfacher geworden. Und man hat geschaut, einen Monat nach der Operation führt der Patient eine postoperative Version des CAT-Quest 9 aus und dann vergleichen wir die objektiven Daten, die gemessen sind und die subjektiven, die der Patient nachher vor und nachher eigentlich erklärt hat. Es war eine Multicenter-Studie mit 129 Patienten mit unseren Kollegen in Deutschland und Irland. Das waren eigentlich von August 2018 bis Mai 2019.
Was wir hier gesehen haben, wir haben vor allem Patienten mit einem höheren Grad Katarakt, die wir untersucht haben. Das heißt Grad 3 und 4. Das konnte man hier aus dieser Studie evaluieren. Und was wir auch sehen konnten, wie schwierig das ist, wie der Patient damit umging mit der Katarakt. Also wir sehen, dass es schwierig war in einem kleineren Prozentsatz. Und wir hatten das nachher aufgeschlüsselt für den Patienten, der präoperativ diese Aussage gemacht hat. Ich komme dann nachher auf das noch zurück. Voilà. Und es geht darum, vor allem, erstens mal mussten wir schauen, wie einfach ist das zu applizieren. Wir haben eine Zusammenfassung gemacht, wie einfach das der Clip gemacht wurde und wo die Probleme sind. Also wir sehen hier, das ist einfach zu bedienen gewesen, der magnetische Clip, aber das Screen war dann eigentlich etwas komplizierter zu bedienen. Und das hat man das in den Patienten schlussendlich erleichtert, indem er da kein Screen mehr hat und wirklich nur noch dieses Stück, das man nachher applizieren kann. Also für die meisten habt die das, was sie erwartet haben, haben sie auch bekommen. Das sind 56%. Dann gab es auch einen großen Teil von 29%, die sogar mehr bekommen haben als schlussendlich erwartet und ein kleiner Teil von 10%, der gesagt hat, ja, ich hätte mir mehr gewünscht. Das ist ungefähr die von diesen 129 Patienten das Ergebnis. Das ist immerhin ermutigend. Also, was wir für Schlussfolgerungen haben, ist, dass der visuelle Verhaltensmotor in der Lage ist, das Sehvermögen des Patienten mit Katarakten, refraktivem Linsenaustausch objektiv zu beurteilen. Das war wirklich der Fall und das war auch gut so. Der Patient empfand das Gerät als einfach zu bedienen im Durchschnitt, aber es gab da noch Potenzial und es wurde auch verbessert in der Zwischenzeit. Und der Vergleich der Prä- und postoperativen Ergebnisse legt nahe, dass die Verwendung einer subjektiven Bewertung des Patienten helfen kann in der Entscheidungsfindung. Vielleicht auch für uns Augenärzte, vielleicht später gibt es auch einen Vorteil für die Dokumentation und hat dann auch objektiven Daten, die wir danach ablegen können, wenn eine größere Diskussion allenfalls stattfinden würde. Was wir auch noch machen können, ich gebe noch ein paar andere Beispiele. Wir können eigentlich die Flexion messen, die Rotation und auch die Seitenbewegung des Kopfes mitmessen mit diesem Gerät. Und wir sehen hier, was wir machen können, in grün dargestellt, die Kopfbeugung und Streckung. Und in blau sehen Sie hier die Aktivität der Kopfdrehung. Zu welcher Uhrzeit? Wir sehen hier, muss ich eine Aktivität sein, vielleicht Autofahren, who knows. Und blau die Aktivität der seitlichen Beugung, also die seitliche Beugung der Aktivitäten ist im roten Bereich. So, also. Wir haben auch natürlich den Winkel, zu welcher Uhrzeit der Grafik zur Beugung der Extension sind Graden, 45 minus 45 Grad sehen wir hier. Also wir sehen, um welche Uhrzeit ungefähr die Aktivität wieder zunimmt. Hier geht es vermutlich in der Mittagspause und dann beginnt dann wieder die Arbeit. Möglicherweise schaut der Patient mehr in den Monitor, whatever. Also ist auch eine wichtige Information, die man summarisch bekommt. Oder es zeigt auch die Winkel der seitlichen Kopfbewegung, auch in Grad ist natürlich naturgegeben, natürlich kleiner. Also sind unheimlich viele Informationen, die man bekommt durch diese Messung. Und jetzt abgesehen natürlich von der Katarakt- und refraktiven Chirurgie geht es auch darum, welche Gläser jemand Brillen trägt. Macht das Sinn, gleichzeitig Brillen zu machen, wenn ein PC oder Computer besser Computer ist? Und ein wichtiger Punkt ist die Myopie bei Kindern. Wenn man dieses Verhalten mal, ich denke, es wird mal eine größer angelegte Studie geben, wo man das Verhalten der Kinder mal untersucht, ob effektiv die Smartphones und so weiter, die man ja eigentlich so auch beschreibt in der Literatur, effektiv dafür verantwortlich sind, dass die Kinder jetzt eigentlich myoper werden wie früher. Gut, es gibt auch dazu auch Behandlungsmöglichkeiten. Und die andere Sache ist die Ergonometrie, die man verbessern kann am Arbeitsplatz. Computer, Bildschirm, Tablets und Smartphones. Das ist eine erweiterte Indikation, wo man dieses Gerät auch noch einsetzen kann. Auch das Office-Syndrom mit dem Sehen. Man sieht, dass das Rumsehen gerade im PC mit Zika-Symptomatik über 33% ist. Man sieht leider unten, ich weiß nicht, sieht man die Quelle, ist unten angegeben, welches Paper zitiert wurde.
oder Nacken-Schulterschmerzen mit über 80% der Büroangestellten und natürlich Geist- und körperliche Aktivität, die halt Stress, physische Gesundheit alterieren können, 10 bis 40%. Gerade jetzt in der Zeit der Homeoffice-Zeit, wo die Patienten oder die Einzelnen viel mehr vor dem Computer sitzen. Also auch hier das Verhalten. Man kann den Arbeitsplatz besser organisieren, indem man nicht nach unten schaut, sondern eben den Bildschirm nach oben richtet und eigentlich viel ein bequemeres Schauen ermöglicht. Jetzt, man beginnt jetzt mit dem Score. Man hat noch nicht so viele Daten, aber man sieht, was grün ist, ist gut, was nicht grün ist, was rot muss verbessert werden mit der Kopfausrichtung und Empfehlung für die Verhaltensanpassung. Das sind eigentlich die Sehprofile mit prozentualen Anteilen von Nah-, Mittel- und Sichtweiten. Es geht darum, dass man eigentlich später, wenn man genügend Daten hat, also viel mehr Daten, und die werden jeden Tag mehr, zusätzlich zu diesem Score kommen. Das können wir noch hier. Und ja, man nimmt dann meist die Durchschnittswerte aus der Literatur. Dann haben wir so eine Ampelfarbe, rot, orange, grün. Nicht nur in der Politik, sondern auch hier in der Wissenschaft. Und sie zeigt die Umgebungsbelichtung und Arbeitsumgebung zu hell oder zu dunkel ist. Also das ist auch eine Möglichkeit, um schlussendlich eine Entscheidungsfindung zu haben. Jetzt gehen wir noch das letzte, ja. Und hier haben wir eigentlich die Scores mit der Temperatur. Hier wird die Entfernung angegeben, wenn die gemessene Zeit mehr als 2 Stunden ist. Das heißt, nicht auf diese Distanz, sondern das Gerät mindestens 2 Stunden gelaufen ist. Und dann wird es schlussendlich solipsisches ohne Werte angegeben, wenn es weniger ist. Wenn es mehr ist, dann wird es angegeben. Dann gibt es die Fokussierpause, das heißt, das Gerät schaltet nach einer gewissen Zeit ab, wenn es keine Bewegung mehr hat. Und die Bewegung im Prinzip muss dann regelmäßig, zumindest alle 30 Minuten, ist erforderlich. Und das Ziel wäre, und das ist natürlich noch nicht so weit, aber dass man eine automatische Empfehlung für die Brillenglasdesign ist. Das ist jetzt im Prinzip für die Optiker gedacht oder auch die Empfehlung für visuellen Komfort auf Grundlage der gesammelten Daten. Hier ist unsere Aufgabe, wir sind hier die Schnittstelle, aufgrund dieser Daten das zu helfen, weil bei uns geht nicht keine automatische Empfehlung, weil schlussendlich sieht er auch Patient, der für die Operation kommt, individuell. Aber das ist im Prinzip dann unsere Aufgabe, mit dem Patienten das zu besprechen. So, ich bin am Ende meines Vortrags, bin sogar noch in der Zeit, das ist sehr, sehr erfreulich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Was ich noch kurz zeigen will, das ist so ein Kistchen, das wir haben von Vivior. Das ist klein, ist wie ein Buchformat groß. Und was man drin sieht, opa, sind eben dieses Messgerät. Hier habe ich einen Monitor, wo beschrieben wird, wie das zu handhaben ist. Der Patient kann es dann einschalten und da kommt das Logo der Klinik, die entsprechend bedient wird, nur mit einem Ladegerät. Nichts anderes ist sonst leer. Und eine leere Brille, falls jemand keine Brille trägt oder Kontaktlinsen trägt. Wir sind jetzt daran, weitere Daten zu erheben, prospektiv, und hoffen, dass wir noch mehr Daten schlüssige Aussagen machen können. Aber ich finde, das ist ein sehr gutes Tool. Wir sind glücklich, dass wir dieses Tool haben, weil in gewissen Patienten ist es eigentlich gut, wenn man die objektiven Daten auch auf Blatt hat oder auf dem PC. Gibt es Fragen dazu? Ah, noch kurz, kann man noch mal kurz die Präsentation zurückkehren. Ich habe noch etwas ganz Wichtiges vergessen, weil eine Frage, die ganz sicher kommt, ist: Kann man das Gerät kaufen oder kann man das erwerben? Das kann man. Kann die Technik mir das letzte Dia noch geben? Der Vertrieb in der Schweiz ist zum Mediconsult, dass man das weiß, und für Österreich übernimmt es dann auch die Mediconsult, aber in Deutschland ist es, sieht man das unten, kann man das noch ein bisschen nach oben nehmen? Nein, Entschuldigung, das ist zu weit zurück. Also warten Sie, dann muss ich das anders schauen. Kann ich das ganze Dia haben, das letzte? Moment. Ich weiß nämlich nicht, wie der Vertrieb in Deutschland heißt, aber ich habe ihn herausgefunden und geschrieben, jetzt finde ich ihn nicht. Kann man noch mal ein letztes Jahr? Okay, lassen. Also, ich kann das noch nachschieben. Warten Sie.
Sind da irgendwie noch Fragen, die oder etwas, was Sie gerne mit mir diskutieren möchten? Ich weiß noch, wir hatten ja diese initiale Vortrag Medikonsult und die zweite Reihe. Was steht unter Deutschland? Seht ihr das? Ja, das ist sichtbar. Was steht da? Ich sehe es eben nicht. MyTech GmbH, M, dann I und dann Tech. Genau, das, ich nehme an, das ist in Deutschland bekannt, oder? Also ich hatte jetzt keinen direkten Kontakt, aber den kann man ja dann aufbauen. Ja, genau. Also, wir hatten ja den initialen Vortrag von Mario Stark vor ein paar Jahren und da war die Begeisterung groß. Und ich teile das immer noch so. Ich bin froh, haben wir dieses Tool zur Verfügung, um weitere Messungen machen zu können. Gerne will ich jetzt, da wir jetzt die Zeit schon gebraucht haben, übertreten an Professor Tetz. Manfred, du hast das Wort für deine Präsentation. Und natürlich der Kollege Isaac, Dr. Fischinger. Ja, vielen Dank auch für die freundlichen einführenden Worte. Und eigentlich schließt das, was ich jetzt sagen will, so ein bisschen daran an, wenn man nämlich mehr mit Multifokallinsen zu tun hat. Und du hast ja vollkommen richtig gesagt, dass eigentlich auch die Kataraktchirurgie, die heutige, eine refraktive Chirurgie geworden ist. Das hat sich bei uns massiv entwickelt. Aber man lernt natürlich dann auch die Patienten kennen. Und dieses Tool, was du eben gezeigt hast, kann natürlich dann, wenn wir den Filter drüber legen und sagen, wonach wollen wir denn jetzt genau bei den Leuten suchen, stimmt das, dass die uns erzählen, dass ihre Arbeitsplatzentfernung 50 Zentimeter ist? Und diese Dinge, da kann man natürlich viel mehr noch rausholen. Also das ist sehr spannend. Ich möchte ein bisschen anekdotenhaft über diesen Menschen berichten, der eigentlich jetzt gehäuft vor uns sitzt. Das ist jetzt nicht nur der Kataraktpatient, sondern das sind auch Patienten, die gezielt die refraktive Behandlung nachsuchen, also 50 Jahre und älter, die dann in ihre Presbyopie-Phase gekommen sind und einfach mit der Situation nicht mehr glücklich sind. Der klassische Patient, der kommt dann mit einer Refraktion, meistens in der Größenordnung von plus 2 mit einem geringen Astigmatismus. Das sind ja in der Regel die Leute, die aufgrund ihrer Hyperopie schon ein bisschen früher mit der Lesebrille angefangen haben als mit 45. Die waren vielleicht schon mit 40 dabei, sind jetzt 50 Jahre alt. Auch ihre Fernsicht wird langsam schlechter. Das haben sie ja bisher immer noch ganz gut weggezoomt. Und dann geht es also los. Die haben ihr Leben lang eigentlich keine Brille getragen, nicht wie die Myopen. Dann fangen sie mit 40 schon mit ihrer Lesebrille an, werden schon von ihren Nachbarn beäugt. Warum braucht er schon eine? Und mit 50 brauchen sie dann tatsächlich eine Brille für Fern und Nah. Und da das überhaupt keine Brillenmenschen sind, haben die auch oft Probleme mit dem tatsächlichen Tragen von Gleitsichtgläsern. Da gibt es dann diese Typen, die dann schon lieber die prominente Glabellafalte akzeptieren, als zuzugeben, dass sie eigentlich auch für die Ferne eine Brille bräuchten. Also die gucken schon so ein bisschen angespannt. Die Lesebrille wird versteckt, die Fernbrille wird gemieden. Das ist der klassische Patient. Aber zu diesen freiwillig Sehbehinderten gehören auch einige anekdotenhafte Patienten und einige auch, die in der Gruppe auftreten, die sind schon sehr spannend. Ich erinnere mich an eine Politikergattin, deren Ehemann der Politiker ist. Und mir war immer aufgefallen, dass dieser Mann, wenn er im öffentlichen Bereich auftrat, immer sehr bunte Krawatten anhatte. Jetzt hatte ich also die Gelegenheit, die Gattin kennenzulernen. Und dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, wenn Sie jetzt irgendwie auf einer Gesellschaft oder Abend sind mit Ihren Werten, Sie sehen doch gar nichts. Wie erkennen Sie denn überhaupt, wo Ihr Mann da sitzt, wenn alle Herren dunkle Anzüge tragen? Dann sagt sie, das macht gar nichts. Der hat immer von mir ausgesuchte bunte Krawatten und die sehe ich. Das fand ich dann schon mal sehr erheiternd. Die elegante Dame, die kommt auch gar nicht so selten vor. Die ist modisch schick gekleidet, trägt eine modische Tasche.
Die erzählt dann, dass sie eigentlich Nasi-Aufgaben meidet. Die fährt keine öffentlichen Verkehrsmittel, fährt aber auch kein eigenes Auto. Die fährt nur Uber oder Taxi. Das ist ihr lieber tatsächlich, als am öffentlichen Verkehrsmittel nicht lesen zu können, wo es denn hinfährt. Oder auch ein Auto zu fahren, wo sie nicht ausreichend Visus für hat. Interessant sind auch die Business-Leute. Die kommen da sehr solide, energisch, klarer, entspannter Blick in die Ferne. Der Fokus ist denen sowieso egal, weil die Mimik ist wichtiger als das gute Sehen. Wenn sie die Lesebrille auspacken, dann immer im eleganten Etui und mit einer, wie soll man so sagen, mit einer gewichtigen Bewegung wird dann diese elegante Brille hervorgekramt und gewichtig aufgesetzt. Da gibt es diesen anderen Typ, das sind die Intellektuellen, die haben drei verschiedene Brillen, wie Orden am Band oder an der Kette um den Hals, die baumeln da und die werden in einer auch für den Augenarzt manchmal nicht erkennbaren Folge gewechselt. Das sind also sehr lustige Erfahrungen, aber sie gehören wirklich dazu. Das sind die Leute, die tatsächlich kommen und sagen, ich möchte jetzt eigentlich meine Brillen loswerden. Und der frustrierte Gleitsichtbrillenträger, den könnt ihr auch mit euren Gerät rausbekommen. Das sind nämlich die Leute, die immer den Kopf nach rechts drehen müssen, weil sie oft eine andere Nahaufgabe in Form einer, sage ich jetzt mal, Schreibvorlage, also analoge Technologie haben und dann wieder geradeaus gucken müssen, weil da ihr Bildschirm oder ihr Laptop steht. Ja, ich nenne mal das der Typ Johann Jakob Wendehals. Ich will nicht immer den Kopf drehen, um am PC, Bildschirm und Laptop richtig sehen zu können. Auch diese Leute, die gerade so Schreibtischtätigkeiten mit wechselnden Nahentfernungen haben, sind oft Leute, die nicht gerne diese Brillen tragen. Dann gibt es noch diesen Wechsler- und Optimierer-Typ. Der ist Presbyop. Früher Kontaktträger, der kann auch früher Myop gewesen sein. Und ich habe hier mal ein Beispiel, das ist nicht von mir, sondern das ist von dem Menschen, der dort zu mir kam. Und der sagt, also folgendes Problem oder folgende Situation, das sind meine Werte, der kannte die ganz genau, die habe ich immer mit Kontaktlinsen korrigiert. Aber jetzt brauche ich obendrauf noch Lesebrillen. Und dann hat er plus 1, plus 1, 5, plus 2 und plus 2, 5. Die hat er ja alle abfotografiert. Die gibt es dann auch, wenn er draußen liest, als Sonnenbrillen. Aber am Ende des Tages sind seine Augen dann doch ziemlich müde. Im Moment benutzt er über die Kontaktlinsen am häufigsten plus 2, hat aber auch festgestellt, wenn er die Gläser abnimmt ohne Kontaktlinsen, kann er auch ganz schön lesen. Dann hat er natürlich auch Brillen mit richtigen Refraktionen. Hier sind die richtigen Refraktionen als Arbeitsplatzbrille. Und ich stelle mir so ein Leben ganz lustig vor. Er hat aber eine gewisse Farbkodierung vorgenommen, sodass er doch schon so einigermaßen entscheiden kann, was er denn jetzt wahrscheinlich als nächstes für eine Brille aufsetzt. Interessant ist, dass dieser Patient eigentlich ein Myoper ist, dass der eigentlich in der Nähe ganz gut sehen kann, aber dass der sein Leben lang Kontaktlinsen getragen hat und eigentlich immer versucht hat, die Brille zu vermeiden, sodass ihm auch die Zusatzbrille zu den Kontaktlinsen sehr lästig ist. Ich zeige das, um einfach aufzuzeigen, dass es sich manchmal lohnt, mit den Menschen zu unterhalten, gerade wenn der Wunsch herangetragen wird, dass sie ihre Brille loswerden wollen. Was ist denn allen gemeinsam? Brillen sind eigentlich verhasst oder zumindest nicht geliebt. Sie werden gemieden. Ansonsten sind das genauso Menschen wie du und ich. Und um abschätzen zu können, ob die Leute nach einer refraktiven Eingriff, also Implantation einer Multifokallinse, zufrieden sind oder nicht, hängt nicht vom Visus ab. Das ist etwas, was wir gelernt haben. Der Visus mit oder ohne Brille ist gar nicht das entscheidende Kriterium für den postoperativen Happiness-Faktor, wie ich das mal nenne. Am wichtigsten ist die Frage eigentlich, wie viele Stunden am Tag läuft der Patient mit einem schlechteren Sehvermögen durch die Welt, als eigentlich nötig wäre. Und wenn man danach fragt und sieht, wie oft die Brillen weggesteckt werden, dann muss man sagen, bei einigen Menschen ist es fast der ganze Tag, wo sie diese Kompromisse in Kauf nehmen. Und wie sehr stören die Sehhilfen? Also je mehr Stunden täglich der Patient ohne oder mit einer insuffizienten Sehhilfe rumläuft, umso zufriedener ist der postoperative Patient.
Da ist eigentlich die gute präoperative Anamnese und die Diagnostik wichtig, weil die kann das abschätzen. Und was ist noch allen gemeinsam? Wenn wir bei diesen Patienten abliefern, das heißt, die sind danach weitestgehend brillenunabhängig, das verspreche ich. Manche sind brillenlos. Ich sage immer, weniger versprechen und mehr halten ist besser als umgekehrt. Was passiert dann? Dann explodiert tatsächlich die refraktive Praxis. Und wir machen die Kataraktchirurgie refraktiv. Welches Ziel müssen wir erreichen? Und das Ziel ist steil. Wir sind nur dann eigentlich zufrieden, wenn wir das sphärische Äquivalent mit der Multifokallinse mit plus minus einer halben Dioptrie treffen. Und wenn der postoperative Zylinder kleiner gleich 0,5 ist. Und dann passiert Folgendes mit einer Kataraktpraxis. Das ist unsere Intraokularlinsenübersicht 2015. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir monofokale Linsen, wo wir mit Inzisionen Astigmatismen reduziert haben. Wir hatten torische Linsen und wir hatten natürlich auch multifokale und multifokal-torische Linsen. Diese Linsen waren aufgrund des deutschen Abrechnungssystems eigentlich Linsen mit einer Zuzahlung, weil wir eben hier besondere Leistungen gebracht haben, um diese Fehler zu beheben. Und wir lagen damals schon nicht schlecht bei 37%. Wenn wir jetzt die Multifokalen sehen, waren die auch schon bei 20%. Der Dr. Fischinger wird dazu auch nochmal was sagen, wo die allgemeinen Zahlen liegen. Und wir sind jetzt bei diesen Sonderlinsen bei 83% gelandet. Das kommt natürlich daher, dass wir abliefern, das heißt, die postoperativen Ergebnisse stimmen. Und wenn man das hier sich mal anguckt, grün sind unsere monofokalen Linsen, das sind wieder hier die Jahreszahlen, hier steht 17, 18, 19, 20 und 21. Und wie man sieht, wächst der Multifokallinsenanteil, die grauen, und die roten, das sind die multifokal-torischen Linsen, signifikant an. Wir haben noch festgestellt, wenn wir bei den Augen, bei Leuten, die auch verschiedene Nahentfernungen haben, unterschiedliche Nahzusätze in beiden Augen wählen. Also eine Linse zum Beispiel für jemand, der sehr nah gucken will, mit einer Vierer-Addition und auf der anderen Seite eine 2,75er oder eine 3,25er-Addition, dann erzeugen wir noch eine breitere Nahzone und einen höheren Zufriedenheitsgrad. Und hier sind auch nochmal die Zahlen 17, 18, 19, nur monofokal und multifokal. Und wir haben tatsächlich, wir sind bei den Monofokalen natürlich auch eine Menge torische dabei. Also die eigentliche, nur noch klassische Monofokallinse macht nur noch 16% aus. Also hier sind monofokal und monofokal-torische. Aber auch wenn ich die torischen dazu nehme als Sonderlinse, haben tatsächlich die Multifokalen zum ersten Mal bei uns die monofokalen Linsen überholt. Aufgrund der Patientennachfrage und der Patientenzufriedenheit. Das ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Also zurück zum freiwillig Sehbehinderten. Die Menschen akzeptieren oft Dinge, die sie eigentlich beim Sehen mit Brille oder Kontaktlinsen, wenn sie entsprechend versorgt wären, nicht akzeptieren müssten. Aber sie tragen ihre Brillen nicht, jedenfalls viele. Wenn man diese Leute versorgt, dass sie weitestgehend brillenunabhängig werden, dann reicht eigentlich die Mundpropaganda. Wir betreiben keine klassische Werbung. Es gibt ein Internetvergleichsportal, okay, aber das ist auch nicht klassisch mit Werbung. Wir werben an keiner Stelle. Wie erreiche ich den Erfolg? Man braucht geschulte Optometristen. Man braucht einen standardisierten Workflow. Eines der wichtigsten Tools für uns. Wir haben nicht das schöne Gerät, was du eben gezeigt hast, aber wir lassen die Leute aufs Handy gucken oder wie mich jetzt auf dem Bildschirm. Da gucke ich übrigens gerade auch mit meinen Multifokallinsen drauf und man sieht jetzt, der Bildschirm ist bei 55 Zentimeter, ich kann lesen und wenn ich jetzt näher rangehe, bis auf 25, kann ich immer noch lesen und wenn ich auf einen Meter gehe, das darf ich gar nicht laut sein, kann ich immer noch lesen. Also die Linsen performen deutlich besser als eigentlich gedacht. Also zu dem Workflow gehört dieses Messband. Und eine Sache haben wir noch gelernt.
wenn es um die störenden Effekte geht. Ich kann nicht testen, ob ein Patient später sich von Phänomenen wie Halos und Glare stören lässt. Aber ich kann eins antesten, ob sein Gehirn in der Lage ist, Bilder an- und auszuschalten. Und das gehört bei uns, dieses Bild, an jedem Arbeitsplatz dazu. Und dann frage ich die Leute immer, was sehen sie denn? Die Frau, die sie da sehen, weil die Frau sieht eigentlich jeder, wie alt ist die denn? Ist die eher so um die 40 oder ist die eher um die 80? Und wenn man genau sieht, gibt es eine junge Frau mit einem Stupsnäschen, die aus dem Fenster rausguckt. Und wenn man noch ein bisschen länger hinguckt, jedenfalls die Männer machen es meistens in der Reihenfolge, dann sieht man eine alte, ja, fast Hexe mit einem Kopftuch und einer Warze auf der Nase und einem Doppelkinn, was irgendwo in ihrem Kragen verschwindet. Und dann, ach ja, und dann sieht man, dass man zwischen den Bildern hin und her schalten kann. Und die Leute, die schalten können, können später auch oft diese optischen Phänomene ausschalten, die stören. Hängt auch von der Umgebung ab. Wenn man hier schaut, auch das ist ein Test, dann sage ich, schauen Sie mal, jeder sagt, okay, ich erkenne das Pferd. Dann sage ich, aber eine kleine Veränderung der Umgebung macht aus dem Pferd einen Frosch. Und aha, auch da kommt dann so das Durchsickern der Information, kleiner Test. Was ich sehe, hängt auch davon ab, was ich sehen will. Und dann, das hatte ich letztens mal schon vorgestellt, gehört dazu ein Smart Calculator. Das ist ein spezielles Verfahren, was uns es eben erlaubt, dass wir im Moment bei 91% der Operationen refraktive Werte erfüllen, denn die Linse muss passen. Und passen heißt, sphärische Äquivalent muss stimmen. Und der Astigmatismus sollte kleiner als 0,5 sein oder kleiner gleich 0,5. Wenn wir dieses Kriterium ansetzen, dann kann man hier mal sehen, was passiert, wenn wir da eben den Zylinder nicht korrigieren. Das sind reale Wellenfrontbilder von realen Patienten postoperativ. Die haben beide ein sphärisches Äquivalent von minus 0,1. Also wir haben ziemlich gut getroffen. Die haben auch gar keine Multifokallinse im Auge, sondern nur eine asphärizitätskorrigierende Linse. Und jetzt muss man sagen, wenn man sieht, wie die Point-Spread-Function abbildet bei einem Zylinder von 0,4 mit ihren Higher-Order-Aberrations und Gesamtaberrationen und mit einem Zylinder von 1,1, also gut doppelt so groß, dann sieht man, dass sämtliche Vorteile auch einer asphärizitätskorrigierenden Linse sind eigentlich dahin, wenn wir den Astigmatismus nicht im Griff haben. Und wenn das schon für so eine monofokale asphärizitätskorrigierende Linse gilt, dann ist das sicherlich noch viel entscheidender für eine Multifokallinse. Emmetropie ist ganz wichtig. Und hier haben wir eine Änderung durchgeführt, eigentlich der bisher gängigen Praxis. Die gängige Praxis heißt, wir planen die Schnitte so, dass wir mit Hilfe des Schnittes dem chirurgisch induzierten Astigmatismus einen Teil reduzieren und der Rest wird ebenfalls dann in die Kalkulation eingebracht. So haben die meisten Linsenhersteller ihre Online-Kalkulatoren aufgesetzt. Da muss ich meinen chirurgisch induzierten Astigmatismus einsetzen. Wir haben gelernt, dass selbst wenn ich den Schnitt immer gleich mache, dieser chirurgisch induzierte Astigmatismus eine sehr volatile Größe ist. Und hier zeige ich das mal. Das sind auch eigene Daten. Da haben wir den präoperativen Astigmatismus und haben eingesetzt, immer bei 12 Uhr geschnitten, und haben eingesetzt den von uns erwarteten schnittinduzierten Astigmatismus. Und es kam aber was ganz Unerwartetes raus. Ich dachte, ich induziere immer 0,25. Hier lag der präoperative Astigmatismus bei minus 0,6 und der postoperative Astigmatismus bei gleichem Schnitt lag auch immer bei minus 0,6. Was sich verändert hat, ist die Streuung. Die Standardabweichung hat zugenommen. Man sieht das hier. Mit anderen Worten, ich konnte nicht in irgendeiner Weise herausfinden, dass ein standardisierter Schnitt wirklich immer das Gleiche macht und vor allen Dingen reduziert ihr meinen Astigmatismus nicht. Und da kam durch die Zusammenarbeit mit dem Herrn Heiberger ein
Kalkulator raus, der anders agiert. Ich will das ganz kurz abkürzen. Der Schnitt ist in der Regel so gelegt, dass auch nach Anlegen des Schnittes bei dem vorbestehenden Astigmatismus der gleich bleibt. Mit anderen Worten, ich induziere möglichst durch einen limbalen Schnitt gar nichts. Weder reduziere ich einen Ast, noch erhöhe ich ihn. Wenn das stimmt, durch die OP-Planung, die hier vom Kalkulator vorgeschlagen wird, dann kann ich mit einer torischen Linse im Auge jeden Astigmatismus angehen. Selbst wenn die Linse nur 1,25 Astigmatismus korrigiert, 0,9 auf Brillenglasebene und ich habe nur präoperativ 0,6, dann setze ich diese Linse ein und drehe sie ein ganz klein bisschen auf Achse und kann den Astigmatismus reduzieren. Und das machen wir natürlich, das machen wir auch mit torischen Linsen. Das machen wir also bei jedem Patienten quasi, machen es aber natürlich sehr gerne bei Multifokallinsen. Und hier sieht man, was da passiert. Das ist ein Koordinatensystem, präoperativer Astigmatismus. Das ist ein Polarkoordinatensystem, also was hier innerhalb von 0,5 ist, ist ein präoperativer Astigmatismus von 1. Und was in dem kleinen Kreis ist, 0,25, ist ein präoperativer Astigmatismus von 0,5. Und wenn wir diesen Smart-Kalkulator eingesetzt haben, dann haben wir aus dem präoperativen Diagramm, wo die meisten Astigmatismen so um 1 bis 1,5 lagen, also das, was so der Standard ist, da lagen wir postoperativ so, dass fast alle Astigmatismen im Kreis von 0,5 zu liegen kommen. Und das bedeutet, Astigmatismus raus, Multifokallinse passt. Multifokallinse passt, heißt zufriedener Patient. Hier sind mal so ein paar Daten, dass wir tatsächlich schaffen, über 90% unserer postoperativen Ergebnisse astigmatismusmäßig unter 0,5 zu kriegen. Und die höchsten Werte liegen eigentlich unter 0,75. Das macht natürlich für die Abbildungsqualität für Fokallinsen Welten aus. So, und wenn man das dann eben sieht, dann können wir sagen, dass von den veröffentlichten Daten und Studien wir wirklich mit dem Restastigmatismus im Schnitt von 0,3 mit einer Standardabweichung von 0,2 tatsächlich diese 90% Hürde, die wir refraktiv gefordert haben, geknackt haben im Vergleich zu anderen Daten. Mit anderen Worten, Warren Hills 6000 präoperative Astigmatismen. 81% haben präoperativ geringe Astigmatismen unter 1,5. Bei denen hat man immer gesagt, naja, und wenn jetzt der Ast 1,5 ist und dann passt die Multifokallinse nicht. Diese ganzen 81% sind jetzt für uns torische Kandidaten und vor allen Dingen torisch-multifokale Kandidaten. Und damit bin ich auch eigentlich durch. Wenn wir die Kataraktchirurgie refraktiv machen, müssen wir treffen. Dann steigen die Implantatzahlen für Multifokallinsen signifikant. Dieses Jahr haben die Multifokallinsen bei uns alle anderen Linsen inklusive der sondatorischen Linsen überholt. Und die Frage verschiebt sich. Wir fragen eigentlich nicht mehr, wer ist für die Multifokallinse geeignet, ja, sondern wer ist denn überhaupt nicht geeignet? Und dann wollte ich jetzt an der Stelle gerne übergeben, weil da kommen so ein paar Fragen auf. Wie ist es denn, wenn einer stereomäßig nicht so gut sieht? Was ist mit Amblyopien? Was ist mit Makulopathien? Und da bin ich froh, dass der Isaac Fischinger an der Stelle gerne übernimmt. Genau. Ja, danke. Also, guten Abend auch von meiner Seite und danke Manfred für die einleitenden Worte. Also ich möchte genau diese drei etwas schwierigen Ausgangssituationen beleuchten und ein bisschen erzählen, wie das bei uns in der Klinik abläuft oder was wir für Erfahrungen gesammelt haben und was auch die Literatur uns sagt und der Hersteller. Nun, wie auch von Manfred schon angekündigt,
wollte ich nochmals diese Zahlen präsentieren. Ich habe die auch vor 3 Jahren am Command-C-Meeting schon mal präsentiert. Also die, die gut aufgepasst haben, die können sich erinnern. Hier auf der linken Seite sehen wir den globalen Linsenmarkt im Jahr 2017. Wir sehen also einen Monofokallinsenanteil von 92% und einen Anteil an den Premium-Linsen von knapp 8%. Von diesen Premium-Linsen sind wiederum gut 40%, 30-40%, also Multifokallinsen bzw. Presbyopie-korrigierende Linsen. Und auf der rechten Seite sieht man die gleichen Zahlen nochmals, die für 2022 prognostiziert sind. Wir sehen hier also einen gewissen Zuwachs an Multifokallinsen, der vorauszusehen ist. Aber auch da sind wir also am Gesamtmarktanteil irgendwo um 5%, nicht mal ganz 5% rum. Ja. Also im Vergleich zu den Zahlen, die wir vorhin präsentiert haben, deutlich weniger. Aber man muss natürlich sehen, das sind die globalen IOL-Marktdaten. Also das betrifft nur, nicht nur die Industrienationen, sondern natürlich auch die Entwicklungsländer. Noch als zweiten einleitenden Punkt möchte ich, bevor ich dann in die einzelnen Unterkategorien gehe, auf das Kontrastsehen eingehen, denn das wird eine große Rolle spielen bei den drei Themen. Es stellt sich ja oft die Frage, wie stark ist denn das Kontrastsehen wirklich reduziert bei der Implantation der Multifokallinsen? Natürlich insbesondere, wenn man eben auf diese Sondersituationen eingeht. Und da gab es vor ein paar Jahren eine große Übersichtsarbeit. Die haben über 10 andere Arbeiten, also in Form von einer Meta-Analyse analysiert und gefunden, dass also etwa ein Drittel der Studien keine Kontrastreduktion im Vergleich zu Monofokallinsen gefunden haben. Etwa 2/3 der Studien haben eine Kontrastreduktion gefunden. Jedoch in der Regel waren diese Kontrastreduktionen innerhalb der Altersnorm. Hier nochmal die Daten zur Technis Multifokallinse, die bei uns im Hause am meisten eingesetzt wird. Wir sehen, hier ist also eine signifikante Kontrastminderung unter mesopischen Bedingungen nachzuweisen. Das sind die Daten aus der Zulassungsstudie. Dann also zu den drei Themen. Hier möchte ich vor allem beleuchten, was sagt der Hersteller, was sagt die Literatur und ganz am Schluss noch, was sagt der Operateur, also beziehungsweise unsere Erfahrung zu Multifokallinsen bei Amblyopie, bei eingeschränktem Stereosehen und bei der kompromittierten Makula. Als erstes hier zu den Herstellerangaben. Ich habe hier mal von 3 Multifokallinsen, die bei uns schon zum Einsatz gekommen sind, die Waschzettel rausgesucht und mir die durchgelesen und gesagt, was wird hier vom Hersteller genannt. Insgesamt sind die Angaben häufig in der Form, wie sie hier bei der J&J Technis-Linse zu finden sind. Es steht hier, Patients with any of the following conditions may not be suitable candidates. Also der Hersteller will sich da auch nicht so ganz genau festlegen, was bei allen 3 Herstellern zu finden ist, dass die Multifokallinsen bei Makulaerkrankungen, bei denen noch OPs in der Zukunft anstehen werden, nicht eingesetzt werden, um den Einblick für den vitreoretinalen Chirurg nicht zu beeinträchtigen. Dann sehen wir hier bei der Technis-Linse, Patients with only one eye with potentially good vision sollten eher nicht implantiert werden. Und auch die, unter einem späteren Punkt wird die Makuladegeneration zumindest als relative Kontraindikation genannt. Ähnlich sieht es aus bei den Linsen von Teleon. Hier ist auch die Amblyopie als relative Kontraindikation genannt und insgesamt Disorders des Auges, die zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Visusminderung auf 0,6 oder schlechter führen könnten. Bei der Hanita-Linse sehen wir also als relative Kontraindikation auch die Amblyopie gelistet. Auf das Stereosehen, was ja auch ein Teil dieser Präsentation ist, wird bei allen 3 Herstellern nicht spezifisch eingegangen. Nun, als wir dann die Daten in unserer Klinik zusammengesucht haben, wir haben auch mal geguckt, was haben wir eigentlich an Amblyopie-Patienten bei uns, bin ich dann natürlich auf die Frage gestoßen, wann ist eigentlich ein Patient amblyop?
Und habe ich ein bisschen gesucht im Internet und dann die Definition der BVA gefunden. Und also die BVA, die Berufsgenossenschaft für Augenärzte, für die nicht-deutschen Augenärzte, die definiert also die Amblyopie als Visuswerte von 0,8 oder weniger. Also die sind als Amblyop anzusehen. Also wenn man das, wenn Sie einen Patienten eine Multifokallinse mit einem bestkorrigierten Visus von 0,8 einsetzen, dann bewegen Sie sich zumindest juristisch schon in so einer gewissen Grauzone, da das als relative bis absolute Kontraindikation gilt. Ich weiß nicht, ob sich das jeder bewusst ist, also ich war es bis jetzt nicht. Dann zur Einteilung, also man kann die Amblyopie auch noch in verschiedene Schweregrade einteilen. Und die Prävalenz ist doch mit 5% relativ häufig. Gut, was wird denn bei der Amblyopie in der Literatur als Nachteile genannt? Es ist eben das reduzierte Kontrastsehen und das reduzierte Stereosehen. Und wie wir eben schon gesehen haben, kann natürlich das reduzierte Kontrastsehen, welches durch die Multifokallinse nochmals gemindert wird, zum Problem werden. Viele Studien habe ich nicht gefunden zu Multifokallinsen bei Amblyopie, sondern eigentlich nur diese zwei Fallserien. Die erste Fallserie beschreibt nur drei Patienten. Die haben am Führungsauge jeweils einen guten Visus nach Multifokallinsenimplantation erreicht. Das Amblyope Auge war zwischen 2 und 4 Zeilen schlechter. Es war teilweise ein Stereosehen vorhanden und bei allen Patienten wurde im amblyopen Auge ein Crowding-Phänomen festgestellt, also auf Deutsch diese Trennschärfenverluste. Eigentlich war die Patientenzufriedenheit in beiden Studien gut. Die zweite Studie ist ein bisschen eine größere Gruppe von 14 Patienten. Hier wurde auch nochmal explizit genannt, dass es also nur amblyope Patienten bei Anisometropie sind, wurden eingeschlossen. Das Stereosehen war postoperativ im Vergleich zu präoperativ nicht eingeschränkt. Das binokulare Kontrastsehen normal und auch hier ein Crowding-Phänomen vorhanden in den amblyopen Augen. Was wir sehen bezüglich dem Visus, die haben hier also diese Visusdaten präsentiert. In der Ferne sehen wir jeweils zwischen dem normalen und dem amblyopen Auge einen deutlichen Unterschied im unkorrigierten Visus. In der Nähe ist dieser Visusunterschied deutlich geringer, also da liegen die Augen ähnlich gut auf. Man muss aber hier sicherlich differenzieren zwischen Visus und Lesegeschwindigkeit. Das wurde hier nicht nochmal speziell genannt und das wäre wahrscheinlich aufgrund des Crowding-Phänomens deutlich schlechter. Gut, dann zu Multifokallinse beim eingeschränkten Stereosehen. Also wie schon gesagt, es gibt hier keine klaren präoperativen Leitlinien, also die Hersteller lehnen sich da nicht so fest aus dem Fenster und legen sich fest. Das Stereosehen ist also nicht obligat. Ein fehlendes Stereosehen kann aber auch ein Hinweis auf einen versteckten oder einen manifesten Strabismus sein und deshalb gehört sicherlich ein Langtest präoperativ zur Abklärung mit dazu und falls der auffällig ist, muss man da nochmal genauer nachschauen, ob da doch eine Tendenz zu einem Strabismus vorhanden ist. Hier würde ich gerne noch auf zwei so Sonderfälle eingehen, wo man ein bisschen aufpassen muss bei Multifokallinsen. Das erste betrifft also einen jungen, ich sage mal so Anfang, Mitte 50-jährigen hyperopen Patienten, der durch seine Restakkommodation eine gewisse Konvergenz induziert und dadurch die Augen in Parallelstellung hält. Da gibt es ganz selten nach Multifokallinsenimplantation fällt dann diese Konvergenz in einem Maß weg, dass es zu einer Dekompensation und zu einer Schielstellung nachher kommen kann, was natürlich dem Patienten nicht gedient ist, wenn er nachher Prismenbrillen tragen muss. Und die zweite Situation ist bei einem Patienten, der auch eine geringe Schielstellung hat und das eine Auge supprimiert. Wenn man da das supprimierte Auge als erstes operiert, weil man ja häufig auch das schwächere Auge
vor dem Führungsauge operiert und das Intervall zwischen den Operationsterminen relativ groß ist, fängt der Patient an, sich auf das supprimierte Auge zu korrigieren, was dann bei der Adaptation, wenn das zweite Auge operiert ist, Probleme bereiten kann. In Studien ist beschrieben, dass sich dieses Phänomen in der Regel wieder zurückbildet, aber wenn man so einen Verdacht hat, dass doch das Bild des einen Auges supprimiert ist, sollte man sich überlegen, mit der Operation am Führungsauge zu beginnen, um diese Probleme zu umschiffen. Gut. Dann noch zur postoperativen Situation. Das Stereosehen ist laut Studien bei Multifokallinsen postoperativ nicht beeinträchtigt. Es ist sogar in einigen Studien gezeigt worden, dass es in der Nähe besser ist als nach Monofokallinsen. Natürlich vor allem im unkorrigierten Zustand, da auch die Sehschärfe besser ist. Es ist auch besser als im Vergleich zu der Monovision, also insbesondere wenn eben der Fokus in einem Auge für die Ferne und im anderen für die Nähe ist, kommt es nachgewiesen zu Problemen beim Stereosehen. Was wir bei uns in unserer Klinik in Erfahrung bringen konnten, war, dass da wir oft die Nahaddition der Multifokallinsen leicht versetzt wählen, also das eine Auge mit zum Beispiel plus 3,75 und das andere mit plus 3,25 Nahaddition versorgen, was ja bei den Technislinsen wunderbar möglich ist, dass es da zu keiner Einschränkung des Stereosehens kommt. Also bei dieser quasi Mini-Monovision der Nahaddition scheint es keine Probleme zu machen. Gut. Dann ja noch kurz, oder wir sind ein bisschen knapp von der Zeit, oder? Ja, mach nur noch kurz. Bei der AMD und insgesamt der Makulopathie ist es natürlich auch das Kontrastsehen, was hier die Hauptprobleme macht. Das will ich vielleicht überspringen. Hier die eine Studie, das ist eine größere Studie, die hier AMD-Patienten mit normalen Patienten verglichen hat. Wir sehen hier, also durchgehend ist natürlich der Visus schlechter bei Multifokallinsenimplantation bei AMD-Patienten. Und was wir vor allem sehen, die Patienten sind in der Nähe vermehrt auf Brillen angewiesen, während sie in der Ferne eigentlich gar nicht so stark eingeschränkt sind. Für eine große multizentrische Studie hat sich sogar so weit aus dem Fenster gelehnt, um zu sagen, dass sie eigentlich keine Anweisung gegen die Implantation von Multifokallinsen bei kompromittierter Makula geben können. Bei uns im Haus hat das eigentlich die Konsequenz, dass wir sagen, eine leichte Drusenmakulopathie ist nicht eine absolute Kontraindikation für Multifokallinsen, insbesondere im höheren Lebensalter, wenn nicht damit zu rechnen ist, dass sich da noch eine gravierende exudative AMD daraus entwickeln sollte. Ja, Jan, ich gebe das Wort zurück. Vielen Dank, es war hochinteressant. Es ist eben gerade diese Fragestellung, betreffen uns jeden Tag. Und vielleicht kommen wir zu den Fragen. Ich habe ganz kurz eine Frage an Manfred. Was hast du für einen Multifokal in deinem Auge? Darf ich das sagen? Ich habe zwei verschiedene im Auge. Ich habe also eine 4er-Addition und eine 3,25er-Addition auf Linsenebene im Auge. Aber ich wollte jetzt keine Herstellerangaben machen. Aber gut, wir schreiben uns. Bin sehr gespannt, hat mich beeindruckt mit diesen 25 Zentimeter. Ich komme wirklich, also es ist erstaunlich, ich gehe ins Untersuchungszimmer und sehe auf dem Bildschirm von 1,50 Meter Entfernung, was da in der Patientenakte steht. Also die Performance ist besser, als was eigentlich die Linse ergeben sollte. Aber vielleicht ganz kurz die Fragen, wir haben ein paar Fragen, Bojan, oder? Ja, genau. Also es gab eine Frage, wie und was der Smart-Kalkulator ist. Das hast du dann erklärt. Was ich fragen wollte, ist bei diesen Astigmatismen, wurde dann die Topografie verwertet oder die subjektive Refraktion für die Erstellung dieser Daten? Eigentlich der IOL-Master. Der ist immer noch mal Backup, dass wir noch eine zweite Topo machen, um da jetzt nicht irgendeinem Fehler aufzusitzen. Aber wir nehmen im Prinzip IOL-Master-Daten. Ausgezeichnet, ja, genau. Jetzt haben sicher einen Schweizer Kollege, der fragt, wie groß ist die Preisspanne der Zuzahlung für die torischen Linsen in Deutschland? Was verlangt man da? Was ist die Preisspanne dann als zusätzlicher Extrafaktor für den Patienten? Es gibt nicht mal Deutschland, es gibt eigentlich
die verschiedenen kassenärztlichen Zulassungsbereiche, also verschiedene KV'n. Aber ich will es mal kurz machen. Es ist so, dass allgemein die meisten eine Vertragsbindung haben, dass also Standardlinsen in dem Vertrag über die Krankenkassen drin sind. Die sind in vielen Verträgen so mit 150 bis 180 Euro eingepreist und die Zuzahlung, wenn es im Vertrag drinsteht, ist dann, was über diese Linse hinausgeht. Wir treiben ja keinen Linsenhandel, wir können nur die Zusatzpreise nehmen. Der Arzt bekommt für seine Zusatzleistung eigentlich nur die zusätzlich notwendigen Untersuchungen bezahlt. Er bekommt auch nicht die extra bezahlt. Ja. Ah, okay. Also sozusagen, du machst deine Wellenfrontmessung und im Prinzip rechnest du diese ab, aber die Linse ist dann kostenlos de facto. Beziehungsweise das, was über diesen Erstattungspreis der Krankenkasse hinausgeht, es sei denn, es gibt Sonderverträge, da sind die Situationen manchmal anders, deswegen kann man es nicht einheitlich beantworten. Das gilt auch für die Multifokallinsen, ist das richtig? Das gilt genauso für die Multifokallinsen. Ja, genau. Gut. Da gab ein Kollege, hat hier geschrieben, dass er bei hyperopen Patienten am gleichen Tag beidseits operiert, umso mehr bei Multifokallinsen. Kannst du mir sagen, machst du das auch so oder machst du das immer zweizeitig? Ja, wenn wir in Kanada wären, durften wir ja fast nur einseitig operieren, sonst wird der Patient nie mehr im staatlichen System einen zweiten Augetermin kriegen. Aber in Deutschland ist es eigentlich traditionsgemäß so, dass die OPs noch getrennt werden. Es gibt einige Operateure, die aber auch am gleichen Tag bilateral operieren. Aber die Mehrheit ist eigentlich immer noch zweizeitig, also zwei verschiedene Termine. Ja, genau. Intervalle sind in der Regel so zwischen 2 und 7 Tage optimalerweise auseinander. Ja. Wie viel hast du gesagt? Zwischen 2 und 7 Tage so Größenordnung, wenn es organisatorisch geht. Ja. Ja gut, bei uns ist ungefähr 2 Wochen, wie war das, aber es ist organisatorisch bedingt natürlich. Und in gewissen anisometropischen größeren Unterschieden machen wir 1 Woche. Es rein organisatorisch, es operiert dann niemand am Samstag oder Sonntag. Das ist eigentlich der Grund. Ausgezeichnet. Da sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Für mich war es sehr interessant zu sehen, eigentlich wie sich das ergibt, auch bei Amblyopenaugen. Man hat irgendwie Hemmungen. Gerade auch bei Makulopathien soll man eine Multifokale oder eine Edolf-Linse implantieren oder nicht. Und ich denke, die Diskussion geht weiter und ich nehme auch an, dass die Technologien immer besser werden, um das abzufangen. Und wir sind gerade in einem spannenden Zeitalter, wo das natürlich die Wissenschaft das natürlich weiter vorantreiben wird. Vielen Dank für die ganz hervorragenden Vorträge. Es war jedes Mal ein großes Vergnügen, da zuzuhören. Ich danke auch allen Teilnehmern, die uns begleitet haben heute Abend. Ich bitte Sie alle, eigentlich ein paar Minuten Zeit zu nehmen nach Beendigung dieses Meetings, um die Frage, Feedback, Fragebogen auszufüllen. Das gibt uns die Möglichkeit, weitere Verbesserungen zu machen, einen Input zu haben für die nächsten Webcast-Meetings, kommen Sie Meetings. Und wir freuen uns wieder, wenn wir dann wieder persönlich mit jedem face-to-face wieder die Gedanken austauschen können. Aber zurzeit ist es noch so, dass aufgrund der Zahlen, dass wir halt das immer noch per Zoom machen müssen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Manfred, das war mir ein Vergnügen. Dir auch, Isaac. Ja. Tschüss und bis bald. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.